Ja, nach den Formalitäten möchte ich euch jetzt nun zum Vortrag mit Bernd Kasparek zum Thema Staat und Migration begrüßen. Bernd Kasparek kommt aus München und hat die letzten Jahre viel in antirassistischen Initiativen sich engagiert und auch viel zu Migration, Migrationskontrolle gearbeitet, publiziert und ist mit anderen Herausgeber des Sammelbands Grenzregime, Diskurse, Praktiken und Institutionen in Europa, das letztes Jahr bei VSA erschienen ist. Ich möchte mich nochmal recht herzlich für dein Kommen bedanken und würde dir jetzt auch dann gleich das Wort übergeben. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen und ich freue mich total, in Bremen sein zu können. Ich wollte eigentlich anfangen zu sagen, dass ich so ein bisschen ein Joker bin in dieser ganzen Vorstellung. Jetzt muss ich ja sagen, ich bin ein doppelter Joker, weil ich jetzt mal kurzfristig vorgezogen wurde und auch, weil ich jetzt erstmal sagen würde, mit materialistischer Staatstheorie per se habe ich mich so stark nicht beschäftigt, insbesondere wie meine Vorrednerinnen und meine Vorredner. Das wird kein Mangel sein, glaube ich. Das Konferenzmotto, es geht um die Waffen der Kritik und nicht um praktische Handlungsanweisungen, das werde ich, glaube ich, auch einhalten, weil ich mich damit auch immer sehr, sehr schwer tue. Ich denke aber, dass insbesondere eine Beschäftigung mit Migration im Kontext von Staat sehr, sehr spannend ist. Warum, das werde ich gleich sagen. Nur noch mal kurz zum Hintergrund. Ich bin zwar an der Uni als Kulturanthropologe, die meiste meiner Forschungstätigkeiten finden allerdings statt im Netzwerk kritische Migrations- und Grenzregimeforschung, welches wir 2008 gegründet haben, was quasi ein expliziter Zusammenschluss von kritischen Migrationsforscherinnen und eben Forscherinnen entlang der Migrationskontrolle ist. Und das hat natürlich viel mit Prekarisierung und Neoliberalisierung und eben auch der schwindenden linken Präsenz in der deutschen Hochschullandschaft zu tun. Das ist quasi unser Versuch, uns da nochmal nebenher zu organisieren und trotzdem zu interessanten Forschungsergebnissen zu kommen. Ich glaube, wir haben einen starken empirischen Fokus, nicht ausschließlich, wir sind interdisziplinär. Zumindest in dem Teilbereich, wo ich aktiv bin, fahren wir oft auch an die europäischen Außengrenzen, um uns vor Ort das anzuschauen. Und in dieser Hinsicht bin ich wesentlich stärker Empiriker als, wie gesagt, meine Vorrednerin, aber es soll nicht in einer reinen Deskription bleiben und mein Handy möchte ich noch kurz ausschalten. So. Gut. Das war total super. Ich habe nicht bei Wikipedia nachgeschaut, aber ich würde es trotzdem gerne von Olli aufgreifen, was er meinte, was da in der Staatsdefinition vorhin drin stand. Also da ging es um ein Staatsvolk, da ging es um ein Territorium und da ging es natürlich um eine Machtausübung, ne? Also eine homogene Machtausübung. Und ich glaube, das Interessante an der Migration ist, dass sie quasi alle diese drei Prämissen, sagen wir mal, zum Tanzen bringt. Und da ja eigentlich eine neue Definition von oder neue Praktiken von Macht erzwingt. Das mit dem Staatsvolk ist, glaube ich, relativ klar. Das ist vor allem, wenn wir das nochmal so als Nation anschauen, das ist natürlich schon immer eine Illusion gewesen, es gäbe ein homogenes Staatsvolk. Also dieses Versprechen, es gäbe ein homogenes Staatsvolk auf einem homogenen Territorium, was dann quasi durch einen homogenen Akteur, nämlich den Staat, irgendwie auch regiert oder administriert wird. Das war schon immer eine Illusion, die vielleicht manchmal gewaltförmiger angestrebt wurde als anders, aber ich denke, vor allem in letzter Zeit ist es nochmal sehr klar geworden. Auch innerhalb der EU wird es sehr klar, dass es so nicht funktioniert und das ist natürlich die Migration. In Sachen Territorium sage ich nur so viel, da werden wir natürlich noch dazukommen. Mein besonderes Interesse ist eigentlich immer die Grenze. Die Grenze, sagen wir mal, ist jetzt aus einer ganz anderen Theorieschule, aber mit einem Rückgriff auf Foucault als Machttechnologie, die natürlich ursprünglich mal so die klassische Nationalstaatsgrenze, die quasi dieses homogene Territorium einzäunen soll, sondern als eine ganz klare Linie, als eine ganz klare Abgrenzung von souveränen Nationalstaaten fungiert. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die EU anschaut und die Schengen-Außengrenze, also mein Lieblingsthema eigentlich, dann wird es schon ganz schnell klar, dass diese Idealvorstellung einer Linie überhaupt nicht mehr zum Tragen kommt, sondern vielmehr von einem Raum
und von dem vielfach gekerbten Raum sprechen muss, mit einer ganz eigenen Bevölkerung, also mit einer mobilen Bevölkerung, mit einer nicht sesshaften Bevölkerung. Und deswegen an den Rändern Europas haben wir also eine ganz andere Konfiguration von Staatlichkeit, würde ich mal sagen. Und in zwei ganz verschiedenen Themen. Erstmal gibt es natürlich diese ganzen Machtgefälle zwischen EU und den Drittstaaten. Dann hatten wir natürlich das ganze Problem mit der EU, diese, sagen wir mal, neue Staatlichkeit, die sich dort etabliert, die aber eben auch ganz neue Mechanismen hervorbringt. Das wird zum Beispiel ganz oft unter der NGOisierung verhandelt. Aber ich glaube, was man am stärksten einfach sagen kann, ist, dass die EU nicht der oder nicht als der einzelne starke Akteur angesehen werden kann, der sich quasi herausbilden müsste, wenn man sagt, die EU entwickelt sich zu einem neuen Nationalstaat. Sondern wir sehen also erstmal, dass die Nationalstaaten, die Mitgliedstaaten der EU selber immer noch sehr viel Spielraum haben, dass die EU in ihrer Heterogenität, also wir haben die Kommission, wir haben den Rat, wir haben verschiedenste Gerichtsinstanzen, die aus einem Prozess der europäischen Einigung hervorgegangen sind, all die mischen sich ein und eben verstärkt noch neue Akteure, entweder als EU-Agenturen oder in einer ganz anderen Konfiguration als intergouvernementale Organisationen. Hier würde ich jetzt mal nur schnell die IOM und das ICMPD nennen. Dann gibt es natürlich noch andere wie das UNHCR. Also es gibt eine ganze Multiplizität von Akteuren plötzlich an der Grenze, was natürlich dieser ganzen Frage, ja, wer bestimmt denn, wer macht denn die Politik und wer übt denn schlussendlich die Macht oder irgendeine geartete Form von Souveränität aus, hochspannend, aber natürlich auch total kompliziert macht. Ich würde noch kurz trotzdem was zur Migration sagen, immerhin steht das ja auch in meinem Titel, auch wenn ich, wie gesagt, immer umgehe, also ich schaue persönlich, und ich glaube, das teile ich mit vielen Leuten in meinem Netzwerk, dass wir gar nicht so große Lust haben, auf die Migration per se zu schauen. Das gibt es leider viel zu viel. Die ganze Migrationsforschung in Deutschland, ich nehme an, in ganz Europa ist es so ähnlich, hat so einen starken Imperativ drauf, Migration erstmal zu problematisieren, dann zu erforschen und damit dann auch irgendwie regierbar zu machen. Also in Deutschland drückt sich das insbesondere dadurch aus, dass es nie Migrationsstudien, Migrationsforschung oder so gibt, sondern das heißt immer Migrations- und Integrationsforschung. Also da wird sozusagen das herrschende Paradigma staatlicherseits schon direkt reingenommen und deswegen handelt es sich sehr stark um Politikberatung. Deswegen ist mein Interesse eigentlich immer eher gewesen, welche anderen Institutionen problematisieren denn gerade Migration oder wie wird Migration überhaupt staatlicherseits kontrolliert, definiert und kontrolliert. Und lange Zeit vorherrschend war in der Migrationsforschung das sogenannte Push-and-Pull-Modell, was quasi besagt hat, ja, warum kommt es überhaupt zur Migration? Also es ist erstmal quasi der methodische Nationalismus, alle Leute sind eigentlich immer in dem Land, wo sie hingehören, wenn sie da nicht sind, dann gehen sie früher oder später wieder zurück. Das wäre quasi so der angenommene Idealzustand. Und dann versucht man aber zu erklären, warum sich Leute jetzt eben doch ganz genau anders verhalten. Also ihr Land verlassen, in ein anderes Land gehen, dort bleiben, weiterziehen, wie auch immer. Und das ist ja ein Trend, der zunimmt derzeit. Dieses Push- und Pull-Modell versucht genau das zu sagen, nämlich es gibt abstoßende Faktoren in den Herkunftsregionen und es gibt anstoßende Faktoren in den Zielregionen der Migration. Also das können dann eben Bürgerkriege sein, das kann eine schlechte wirtschaftliche Situation sein und das kann eben, wie gesagt, dann ein starker Arbeitsmarkt oder staatliche Schutzprogramme oder was auch immer in den Zielstaaten sein. Und das hat natürlich die Migrantinnen und die Migranten zu so einem, ja, objektifiziert. Da war jede subjektive Handlungsoption eigentlich erstmal rausgenommen. Oder zumindest ging es stark in diese Richtung. Und der französische Marxist Etienne Balibar hat meiner Meinung nach zum ersten Mal mit diesem ganzen Paradigma sehr stark gebrochen in seinem Buch Von der Sklaverei zur Lohnarbeit. Leider, das ist wirklich ein großes Manko und vielleicht ist man auch hier richtig zu sprechen, gibt es davon keine deutsche Übersetzung. Also es gibt deswegen auch in der deutschsprachigen Migrationsliteratur da immer sozusagen nur sehr sekundäre Verweise darauf. Aber
ich glaube, was das Wichtige an dem Beitrag von Etienne Balibar war, dass er eine sogenannte Autonomie der Migration postuliert hat. Das ist zwar insbesondere in der Bewegung auch immer ein bisschen falsch angekommen. Also ich würde es mal sagen, es ist oft als autonome Migrantinnen angekommen oder, um es nochmal ein bisschen zugespitzt zu sagen, Migranten mit Kapuzenpullis. Darum geht es natürlich nicht. Aber, und das ist sozusagen das Thema von vorhin, es geht darum zu sagen, dass der Migration eine ganz eigene Kraft, eine ganz eigene Motivation und eine ganz eigene Gesetzlichkeit innewohnt, die sich staatlichen Logiken teilweise eben auch entzieht oder ganz anders gelagert ist. Und ich glaube, es erlaubt damit auch einen Anschluss an marxistische Geschichtsphilosophie, aber da könnt ihr mich jetzt dann auch gleich prügeln, wenn ich da mich zwischen irgendwelche zwei Sessel gesetzt habe und es da erbitterte Streits gibt. Aber auf jeden Fall, dass die Kämpfe die Geschichte treiben. Und das gilt, oder ich würde sagen, in Sachen der Migration und der Migrationspolitik ist es sehr, sehr gut zu beobachten. Ich werde hier nur ganz kurz, wie gesagt, als ganz kurzes Beispiel würde ich einfach die jüngere Migrationsgeschichte Deutschlands heranziehen, wo es ja die gängige Geschichtsschreibung gibt. Die Migration, also die Migration in der Bundesrepublik, fängt 1955 mit dem ersten Anwerbeabkommen, also die sogenannte Gastarbeit, also mit dem ersten Anwerbeabkommen Italiens an. Und die Geschichte ist ja, glaube ich, bekannt. Da ging es eben darum, der Aufschwung der Wirtschaft in Nachkriegsdeutschland hat unglaublichen Mangel an Arbeitskräften verursacht. Und deswegen war dann quasi Deutschland fast schon so gütig, wie es mittlerweile immer dargestellt wird, Arbeitskräfte zu rufen. Also dieses "Wir riefen Arbeitskräfte", das ist ein sehr gängiger Spruch in dieser Geschichtsschreibung. Wenn man sich das ein bisschen andersrum anschaut, denn es gibt viele Indizien, die dafür sprechen, es wurde auch erforscht, ist es eigentlich genau andersrum, dass es vorher schon, also vor 1955, eine starke Arbeitsmigration nach Deutschland gab. Und in diesem, so rum kann man die Anwerbeabkommen anders lesen, nicht als Aktion, also sozusagen als proaktiver Zug der Bundesregierung, sondern eher als Reaktion, um quasi dieser nicht regulierten Form von Migration doch noch irgendeine Art von staatlicher Kontrolle zu verpassen. Und was auch interessant ist in dieser Hinsicht und was eben auch oft nicht angesprochen wurde, ist, dass diese Anwerbeabkommen oftmals auch eben auf Druck der Entsendeländer geschlossen worden sind, die darüber auch Kontrolle über die Migration erlangen wollten. Ich muss nur kurz daran erinnern, viele Arbeitsmigrantinnen der 50er, 60er, 70er Jahre kamen aus Staaten Europas, in denen die Diktatur herrschte, nehmen wir Griechenland, Spanien und Portugal beispielsweise. Und es ging natürlich darum, auch zu kontrollieren, ob wer das Land verlässt, ob es jetzt zum Arbeiten oder als Flüchtling sei, ist ja egal. Es gab ja sehr starke Interessen der Migration, wieder Herr zu werden in dieser Hinsicht. Soweit zu den Anwerbeabkommen. Das findet ja dann 1973 sein Ende. Da kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob das wirklich die Ölkrise war oder ob es nicht einfach auch einen tieferen Bruch in der kapitalistischen Wirtschaft gab. Ich tendiere da zu zweiterem. Was damals quasi gesagt wurde, 1973 ist, also das ganze Modell der Gastarbeit hat darauf gefußt, dass man gesagt hat, Arbeitskräfte kommen, Arbeitskräfte gehen wieder. Das heißt heute im Politikslang zirkuläre Migration, aber es war auf jeden Fall nicht darauf angelegt, dass sich Menschen aus anderen Ländern hier langfristig niederlassen sollten. Und das hat auch lange Zeit funktioniert, auf beiden Seiten. Auch viele Migrantinnen hatten niemals vor, sich in Deutschland niederzulassen, sondern es gab immer diese Idee, man kommt nach Deutschland, man arbeitet, man verdient Geld und geht zurück und eröffnet dann einen Laden oder investiert das irgendwie, baut ein Häuschen oder so. So haben das viele Leute gesehen. Und dann 1973 gibt es eben diese Aufkündigung des Anwerbeabkommens, der sogenannte Anwerbestopp. Und die Politik hat darauf kalkuliert, langfristig würden dann die 1 Million ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich zu der Zeit in der Bundesrepublik niedergelassen hatten, würden dann auch wieder zurückgehen. Effektiv hat die Politik aber der Migration damit die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Wenn ihr jetzt geht, kommt ihr nie wieder zurück.
wenn ihr jetzt bleibt, dann könnt ihr bleiben. Das waren die gesetzlichen Bestimmungen damals, über die sich die Bundesregierung auch nicht hat hinwegsetzen können. Und tatsächlich, erst durch diesen staatlichen Akt kam es zu einem verstärkten Zuzug nach Deutschland. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, hat man kurz nach 1973, eben nach dem Anwerbestopp, plötzlich 4 Millionen, wie man damals gesagt hat, Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland. Und das lag vor allem daran, dann, wenn Leute gezwungen sind zu bleiben, dann sollen auch die Familien kommen. Also im Rahmen des Familiennachzugs sind dann nochmal sehr viele Menschen nach Deutschland migriert. Und ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie widersinnig staatliche Politik sein kann. Und wie es illustriert, glaube ich, diese Eigensinnigkeit, diese Eigengesetzlichkeit der Migration ganz gut. Dass sich staatliche Kontrollversuche da eben doch oft totlaufen oder genau kontraproduktiv wirken. Die Geschichte könnte man noch ewig so fortsetzen. Als nächstes der Familiennachzug war danach umkämpft. Ich glaube, vielen Leuten ist vielleicht noch der Kampf um das Asylrecht 1993 bekannt. Es gibt da immer wieder so Konjunkturen von verschiedenen Modellen der Migrationskontrolle. Aber ich glaube, festzuhalten ist auf diesem Feld zumindest, dafür kann ich das sagen, ist der Staat definitiv nicht der erste Beweger, als der immer gesehen wird, sondern es findet da viel Reaktion statt. Also da ist viel Konflikt drin. Interessant, also das war jetzt sozusagen ein bisschen die historische Perspektive auf Deutschland. Ich beschäftige mich ja stärker mit der EU und da würde ich dann eben nochmal versuchen, das ein bisschen stärker zu machen, was ich vorhin gesagt habe mit der Heterogenität und dass man sich alles anschaut. Der Moritz hat ja unsere Publikation dazu benannt, die ja Institutionen, Praktiken und Diskurse benennt. Und in Sachen der EU-Migrationspolitik gibt es da eben sehr viele zu benennen. Ich würde vielleicht ganz gerne einen starken Paradigmenwechsel hervorheben, den es über die letzten Jahre gab. Dazu aber nochmal ein ganz kurzer Vorgriff. Ihr seht, ich rede frei, deswegen hänge ich manchmal ganz kurz. Also die ganze Geschichte der Migration nach Europa, so wie das derzeit ja auch wieder ein sehr starkes Thema ist, nicht zuletzt nach dem, was im Zuge des arabischen Frühlings passiert ist, ist eigentlich auch gar nicht so alt, sondern beginnt eigentlich, also ganz historisch gesehen, 85 mit der Unterschrift der Schengen-Verträge in Schengen eben. So richtig EU-Politik wird das alles erst 99 mit dem Inkrafttreten von dem Amsterdamer Vertrag. Da wird nämlich Migrationspolitik, aber auch Grenzpolitik erstmal Teil dieser sogenannten ersten Säule. Also es gibt plötzlich ein starkes Mitspracherecht der EU-Institutionen in dieser Frage. Und es gibt da dann diese ersten Versuche, sowohl eine Asylpolitik für Europa, eine Migrationspolitik, als auch eine gemeinsame Grenzpolitik für Europa festzuschreiben. Und ganz banal ist eigentlich nur festzuhalten, dass nur letzteres, nämlich die Grenzpolitik, geschehen ist. Es gibt keine einheitliche Asylpolitik in der EU und es gibt auch keine einheitliche Migrationspolitik. Ganz kurz, ich hebe dieses Asylthema immer so ein bisschen hervor. Im Wesentlichen sehe ich aber Asyl eben auch nur als eine Möglichkeit oder als einen Versuch der Politik, Migration zu kategorisieren. Aber es ist derzeit immer noch eines der vorherrschenden Paradigmen, deswegen glaube ich, muss man das so hervorheben. Was man im Allgemeinen zur Migrationspolitik einfach sagen kann in der EU, ist, dass sie geprägt war von so einem, sagen wir mal, einem Kontrollparadigma. Also es ging darum, Migration zu kontrollieren. Es wird immer wieder formuliert, dass die Null-Einwanderung eigentlich das Ziel wäre. Und man kann im Wesentlichen sagen, da hat sich eine, sagen wir mal, nationalstaatliche Konzeption vor allem der stärkeren, also industrialisierteren Länder in der EU durchgesetzt. Im Süden der EU war das vielleicht lange Zeit nochmal was anderes. Also in Spanien und Italien gab es quasi eine sehr, sehr durchlässige Grenze und es gab auch einen starken informalisierten, ja sogar illegalisierten Arbeitssektor, vor allem in der Landwirtschaft, aber auch im Bereich des Homecare.
wo quasi eine illegale Migration nicht nur geduldet, sondern eigentlich auch aktiv gefördert wurde, genau um eine ausbeutbare Reservearmee an Arbeiterinnen und Arbeitern zu schaffen. Und dennoch herrschte im Allgemeinen, also EU-weit, dieses Paradigma der Kontrolle, der Nullmigration vor. Und das wurde auch 2008 so festgeschrieben, im sogenannten Europäischen Pakt für Einwanderung und Asyl, wo also jegliche Form von Legalisierung verboten wurde, wo es eigentlich eine verklausulierte Absage an Migrationsprogramme in die EU gab und wo vor allem nochmal der Grenzschutz verstärkt werden sollte. Also da wird wirklich Grenzschutz, also der Aufbau und Ausbau der europäischen Außengrenze, nochmal als Ziel für sich gesehen. Das Interessante ist allerdings, wenn man die Publikation der EU-Kommission, die berüchtigten EU-Commission Communications dazu liest, also das ist quasi darüber, wie die Kommission ihre langfristigen Politikziele formuliert, da findet man dieses Kontrollparadigma Anfang der 2000er Jahre immer noch sehr stark verankert beispielsweise. Und es gibt erst 2005 und interessanterweise genau zu den Vorfällen von Ceuta und Melilla, als hunderte von Migrantinnen die spanischen Exklaven in Afrika gestürmt haben und die Zäune dort überschritten haben, da findet man so einen leichten Alarmismus in diesen Kommunikationen, und da gibt es dann auch zum ersten Mal so einen Sinn von, naja, irgendwie Migration findet schon statt, man kann sich, es ist eine Illusion, die Migration vollkommen zu verhindern, man müsste da jetzt mal schauen, ob man da nicht quasi moderner damit umgehen kann. Und das ist, wo sich auf der EU-Ebene, also so auf der ganz oberen EU-Ebene, nicht auf der zwischenstaatlichen Ebene, diese Einsicht durchsetzt, dass Migration quasi natürlich ist oder stattfindet und man müsste das jetzt nicht mehr kontrollieren, sondern, wie das dann heißt, managen. Vielleicht ist es auch ein Einfluss des Neoliberalen in die ganze Politiksprache, aber ich denke, dass diesem ganzen Management-Paradigma auch innewohnt, dass so ein Verlust staatlicher Souveränität, man kann nicht mehr alles kontrollieren, man kann nicht mehr alles vorgeben, man muss aber im Fall von Fall zu Fall spontan und flexibel reagieren können und auch die richtigen Policy-Instrumente zur Verfügung haben. Und dieser Migration-Management-Diskurs geht eigentlich zurück auf die 90er Jahre. Er ist etabliert worden damals von der International Organization for Migration. Das ist ein intergouvernementeller Zusammenschluss mit 150 Mitgliedstaaten. Und die hatten damals, sozusagen kurz nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, diese Vision, man könnte analog zur WTO, analog zu GATT, analog zu TRIPS, zu diesen ganzen globalen Vereinbarungen, man könnte dort auch ein globales System der Migrationskontrolle etablieren. Und das wurde aber eben immer unter diesem Migration Management Begriff noch gesagt, weil da wurde dann so ein Triple Win Faktor prophezeit, nämlich die Entsendestaaten, die Aufnahmestaaten und die Migration selber würden profitieren, wenn es doch nur ein gutes System von Global Governance, also globaler Regierung der Migration gäbe. Und ich glaube, das ist ja auch noch im Anschluss, was Nadja gesagt hat, auf diese, wie steht der Weltmarkt zum Nationalstaat oder zum Staat, ganz interessant, dass es eben da einen sehr starken Versuch gab, sozusagen so einen zentralen Politikbaustein, also quasi definieren der Natur, sowohl für Zugangskontrolle zum Territorium als auch Zusammensetzung der Bevölkerung, auf so ein globales Level zu heben. Im Wesentlichen ist es gescheitert, aber dieses ganze Paradigma des Migration Management zieht sich mittlerweile durch die allermeisten Schriften. Und auch jetzt, in der jetzigen Situation, wo man eigentlich eine Krise von Schengen konstatieren kann, also so ein paar Beispiele sind eben, dass Dänemark, obwohl seit heute steht in der Zeitung, dass es nicht klappen wird, aber dass Dänemark die Grenzkontrollen wieder einführen will. Die französische Regierung hat auch im Zuge der Migration von Tunesien nach Italien zeitweise die Grenzen zu Italien wieder geschlossen. Und auch das Mittelmeer, was lange Zeit einfach quasi nicht überwindbar war für die irreguläre Migration, also in den letzten Jahren, ist plötzlich wieder geworden. Eben als Folge des arabischen Frühlings und des Bürgerkriegs in Libyen.
Und dieses ganze System von Schengen befindet sich in einer Krise. Und hier positioniert sich plötzlich die EU-Kommission ganz anders, als ich das persönlich zum Beispiel erwartet hätte. Die EU-Kommission sagt nämlich nur noch, dass Grenzkontrollen und Grenzsicherheit nicht mehr ein Zweck und ein Ziel für sich selbst ist, sondern es geht nur darum, illegale Migration soweit so unpopulär zu machen, dass legale Migrationsprogramme, die die EU erst noch entwerfen muss, für die es aber schon lange Pläne gibt, sozusagen wettbewerbsfähig sind auf diesem Markt der illegalen Einwanderung und der Arbeit. Also insofern, die Kommission denkt da sehr, sehr anders als die meisten nationalen Innenministerien und diverse andere zwischenstaatliche Akteure. Jetzt habe ich schon sehr lange auf diesen Grenzkontrollen herumgeritten. Und Nadja hatte das ja vorhin schon angekündigt, dass ich noch was zu dieser Grenzschutzagentur Frontex sagen würde. Ich weiß nicht, wer alles Tatort geschaut hat. Es wurde das ja so ein bisschen behandelt vor ein paar Wochen. Und ich glaube, also diese Agentur, die sozusagen für diese europäische Außengrenze, wie sie mit den Verträgen von Schengen erfunden, erdacht, konstruiert worden ist, geht zurück auf das Jahr 2002, wo es erstmals den Vorschlag gab, es solle eine europäische Grenzschutzpolizei, also so analog zum damaligen Bundesgrenzschutz geben, also wirklich mit, weiß ich nicht, 50, 100.000 Männern und Frauen, die da die Grenzen sichern. Und interessanterweise ist dieser Vorschlag vor allem deswegen zurückgewiesen worden, weil es hieß, nein, die Zugangskontrolle zum Territorium, das ist so ein essentieller Teil von Souveränität, also insbesondere nationalstaatlicher Souveränität, das lässt sich nicht an die EU abtreten. Und meine Juristenkollegen sagen mir das auch immer, dass es zum Beispiel für Deutschland eigentlich immer noch unmöglich wäre, so eine Souveränität so zu übertragen. Das Bundesverfassungsgericht hat im Lissabon-Urteil ja sehr klar festgehalten, dass Europa ein Staatenbund bleiben muss und kein Bundesstaat sein kann. Und das würde genauso eine Übertragung von staatlicher Macht an eine europäische Behörde unmöglich machen. Deswegen hat man sich, und ich finde, das ist sehr aufschlussreich, eben über die Modi der Europäisierung und der Herausbildung von europäischer Staatlichkeit nur auf so eine Kooperations- und Koordinierungsbehörde versteift, die dann 2005 tatsächlich auch angefangen hat zu operieren. In Warschau, das ist so eine Agentur, ist, ich würde mal sagen, ist eine Dienstleistungsbehörde von der EU. Auch das ist wahrscheinlich so ein Trend zur Neoliberalisierung, so wie das Arbeitsamt eben auch mittlerweile Arbeitsagentur heißt und damit auch aber andere Ansprüche formuliert werden. Und diese Agentur koordiniert im Wesentlichen nur Einsätze von nationalen Grenzschutzpolizeien an den Außengrenzen der EU und zieht dort dann immer so sozusagen Operationen auf, also Verstärkungseinsätze werden die dann auch oft auch genannt, die sich an einer gewissen Risikoanalyse, dazu gibt es eine eigene Einheit bei Frontex, Risikoanalyse bedeutet sozusagen eine Beobachtung der europäischen Außengrenzen als Ganzes, das ist was Neues, das hat vorher so nicht stattgefunden, um daraus eben Prognosen über das Aufkommen irregulärer Migration zu stellen und dort dann gegebenenfalls eben auch Grenzschützer aus der ganzen EU zusammenzuziehen und dort die Kontrollen zu verstärken. Das ist sozusagen der Teil, der irgendwie sehr medienwirksam ist. Was ich denke, ist, dass diese Risikoanalyse ist ein zweiter Schritt von dieser Herausbildung von Staatlichkeit an der Grenze. Wie ich gerade gesagt habe, man kann diese ganze Konstruktion der europäischen Außengrenze eben schon so sehen, als sie hat vorher nicht existiert. Darüber wurde ein neuer Raum, ein neues Territorium eigentlich definiert, was auch praktisch angefangen hat zu existieren. Und das bedeutet natürlich, dass dort auch Macht ausgeübt werden muss. Und dass es sich tatsächlich um den ganzen Grenzraum handelt und nicht eine Linie, sieht man an dem Phänomen, was wir als Vorverlagerung oder Externalisierung beschreiben, ist nämlich also das nach außen tragen von Mechanismen der Grenzkontrolle über das Territorium der EU hinaus. Also wenn man zum Beispiel bestimmte Operationen von Frontex anschaut, da laufen die Grenzkontrollen mittlerweile in Senegal und in Mauretanien ab. Italien hat durch einen sehr spektakulären Vertrag mit
Libyen 2008 noch quasi Libyen in die ganze Sicherung der europäischen Außengrenze mit einbezogen. Also das nur so als Beispiele dafür, dass es sich wirklich um den Grenzraum handelt. Und was ich vorhin schon gemeint habe, dass es eben auch eine ganz eigene Bevölkerung gibt, Menschen, die versuchen, innerhalb in die EU einzureisen, die oftmals aber interessanterweise auf beiden Seiten der Grenzen irgendwie gefangen sind und damit aber auch eine Bevölkerung konstituieren, die natürlich irgendwie regiert werden muss. Und genau das ist der Punkt, wo diese gesamte Risikoanalyse meiner Meinung nach reinkommt, denn so wie dieses 18. Jahrhundert die Staatswissenschaft der Statistik hervorgebracht hat, also die Vermessung der Bevölkerung, würde ich sagen, ist es prototypisch in dieser Risikoanalyse eben auch angelegt, eine Vermessung dieser mobilen, migrantischen Bevölkerung an den Grenzen Europas herbeizuführen, um neue Modi des Regierens etablieren zu können. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 20 Minuten. Du musst nicht 20 Minuten reden, aber ich lasse dir heute. Ich habe gerade gehört, dass ich noch viel Zeit habe, deswegen würde ich da nochmal ganz kurz einen Exkurs machen zu dieser ganzen Frage der Staatsbürgerschaft, wie das in meiner Ankündigung auch drin stand, weil das ja quasi auch ein Attribut oder ein Mechanismus war, der diese ganze Erzählung der Nationalstaaten begleitet hat, dass eben diese Freiheit vor dem Recht oder diese Gleichheit vor dem Recht eben auch ein definierendes Element der Nationalstaaten sein sollte. Das hat die Migration eben mit den verschiedenen Aufenthaltsrechten und Niederlassungserlaubnissen und sowas eh schon immer in Frage gestellt. Ich denke aber, dass es innerhalb der EU nochmal zu einer Multiplizierung von dieser, wie man sagt, Stratifizierung von Rechten gegeben hat. Wenn man sich das in der EU anschaut, dann würde man sagen, die EU-Staatsbürgerschaft ist quasi die höchste Staatsbürgerschaft, die sich ja aber aus der Staatsbürgerschaft der Mitgliedstaaten ableitet. Aber wenn man sich das sehr genau anschaut, gibt es dort gewisse Konstruktionen, die sogar sagen, dass die Rechte, die sich aus einer EU-Staatsbürgerschaft ergeben, sogar höher sind als eine nationale Staatsbürgerschaft. Als Beispiel gilt das Zuwanderung als, bin ja ein bisschen durcheinander gekommen. Da muss ich gar nicht mit Beschimpfung rechnen. Später rechnen. Schade. Also es gab auf jeden Fall diese Gesetzesnovelle in Deutschland, die eben den Familiennachzug von Ehepartnern erschwert hat und davor die Hürde von einem Deutschtest gestellt hat. Und EU-Recht sagt in dieser Hinsicht zum Beispiel, dass geht nicht, man darf einen Familiennachzug so nicht erschweren. Das gilt aber eben nur für EU-Bürgerinnen, die sich in Deutschland aufhalten und nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Sprich, mit einer EU-Bürgerschaft, die sich zum Beispiel aus einer französischen Staatsbürgerschaft ableitet, bin ich in diesem Fall sogar noch besser gestellt als eine deutsche Staatsbürgerin oder ein deutscher Staatsbürger. Das ist quasi so diese Ausdifferenzierung nach oben. Nach unten, könnt ihr euch sicherlich denken, gibt es nochmal totale viele Ausdifferenzierungen, zum Beispiel die ganze Arbeitnehmerinnenfreizügigkeit, die sich ja auch nicht auf die gesamte EU erstreckt. Die Staatsbürgerschaften von Drittstaatsangehörigen, also nicht EU-Mitgliedstaaten, sind nochmal wesentlich schlechter gestellt. Und nach unten gibt es sozusagen kein Ende. Asylsuchende oder dann sogar illegalisierte Migrantinnen sind natürlich ganz unten auf so einer Hierarchie der Rechte. Und auch das, die Beschäftigung damit und die praktischen, aber auch politischen Konsequenzen, die sich auf dieser rechte Aufsplitterung ergeben, sind besonders gut an den Grenzen zu beobachten, wo man quasi dem Staat doch nochmal in einem sehr viel brutaleren Verhältnis entgegensteht. Also in unseren ganzen Reisen haben wir eben beispielsweise sehr viele Internierungslager für sogenannte illegale Migrantinnen erlebt, die sich einfach jenseits von allen Gefangenenrechtsstandards unterschieden haben, wie sie zum Beispiel irgendwie in Deutschland gelten, sondern also an der Grenze ist es wirklich nochmal ein sehr viel gewaltförmigeres Verhältnis, wie der Staat seinen Subjekten oder eben seinen unerwünschten Subjekten entgegentritt. Und ich sehe genau in dem Punkt auch eine Möglichkeit für die antirassistische Politik und Praxis,
vielleicht sich doch aus der eigenen Nische, die sich in der letzten Zeit ja doch immer sehr stark mit Menschenrechten oder mit sozusagen Schutzstandards im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention auseinandergesetzt hat, sondern hier nochmal offensiv eine rechte Frage zu stellen, eine rechte Frage, die auch dann für alle gelten muss. Und ich denke, dass gerade die Entwicklungen der letzten Monate sehr stark auch in diese Richtung sprechen. Also man müsste quasi, das wäre mein Plädoyer, vielleicht können wir darüber auch diskutieren, wäre es notwendig, quasi eine europäische Bürgerinnen- und Bürgerrechtsbewegung wieder zu haben, vielleicht gar nicht so, vielleicht sehr stark in Analogie zu dem, was in den USA in den 60er Jahren abgelaufen ist, wo eben auch nochmal ganz klar war, dass so eine formale Inklusion per Staatsbürgerinnenschaft einer faktischen Exklusion aufgrund rassistischer Kriterien überhaupt nicht entgegensteht. Und ich glaube, dass eben das, was ich gerade an den Grenzen beschrieben habe, da nochmal stark darüber hinausgeht. Wir haben da auch eine Situation, wo Menschen gefoltert werden, wo es sehr starke physische Gewalt gibt, wo es aber eben auch vielfach zu Todesfällen kommt, einfach bei dem Versuch, diese Grenze zu überschreiten. So viel zu diesen ganzen Staatsbürgersachen. Ich will vielleicht an dem Punkt trotzdem einfach mal Schluss machen, weil ich könnte noch, bevor ich mich in ewigen detaillierten Schilderungen ergebe, wäre es mir eigentlich doch nochmal ganz interessant, vielleicht ein bisschen stärker in die Diskussion zu kommen. Wie gesagt, ich bin ja auch ein bisschen aus dem Rahmen, aber ich glaube, das ist gerade auch eine sehr gute Möglichkeit, mal in Dialog einzutreten und vielleicht auch nochmal von dem Publikum kritischere Fragen zu kriegen und nochmal zu schauen, wie sich diese ganze Sache Migration und Staat und eben auch materialistische Staatskritik stärker zueinander in Bezug setzen können. Wäre das so in Ordnung? Ja, dann bedanke ich mich jetzt erstmal für deinen Vortrag. Wir haben ja jetzt überraschenderweise...